Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zu einem weiteren Update zu Planet Zoo. Diesmal mit allen wichtigen Informationen zur Beta. Wann sie startet, wie lange sie geht, was alles in der Beta enthalten ist und mehr klären wir nach dem Intro. Also, los geht's! Das Warten hat endlich ein Ende, denn pünktlich zum Start der Gamescom in Köln hat Frontier endlich mehr Informationen zur kommenden Beta von Planet Zoo bekannt gegeben. Diese wird am 24. September, also in knapp einem Monat, erscheinen und bis zum 8. Oktober, also für ganze 2 Wochen, laufen. Zugang zur Beta erhält jeder, der die Deluxe Edition von Planet Zoo bis dahin vorbestellt hat. Darüber hinaus beinhaltet diese neben dem Soundtrack eine Sammlung an Wallpapers und neben der Beta wohl am spannendsten 3 exklusive Tiere, namentlich den Komodowaran, das Zwergflusspferd und die Thompson-Gazelle. Das aber nur am Rande. Aber auch über den Umfang der Beta wissen wir inzwischen mehr. So wird diese neben dem ersten Szenario des Karrieremodus, den wir uns gestern schon kurz angesehen haben, ein Video findest du übrigens hier, auch den brandneuen Franchise-Modus beinhalten, in dem wir unsere eigene Zookette zusammen mit der Community aufbauen können. Das Szenario wird, wie ihr hier auch sehen könnt, im gemäßigten Biom angesiedelt sein. Über mehrere Themen und Bauteile und einen fast fertigen Zoo verfügen, den man entweder weiterbauen, aber auf Wunsch auch komplett abreißen kann, um von vorne zu beginnen. Der Franchise-Modus hingegen wird eine Karte in einem savannenähnlichen Biom, mit vielen Tieren, anderen Themen als im Szenario und einer großen offenen Fläche bieten, auf der wir unserer Kreativität freien Lauf lassen können. Viel mehr ist über den Franchise-Modus noch nicht bekannt. Wir wissen aber bereits, dass dieser auch einen Online-Tieraustausch beinhaltet und uns somit die Möglichkeit gibt, mit anderen Spielern Tiere nach Belieben zu tauschen, um die genetische Vielfalt und damit das Wohl unserer Tiere zu erhöhen. Natürlich können beide Karten so oft man will und es die Zeit natürlich zulässt gespielt werden. Sogar auch ohne auf die Zielvorgaben achten zu müssen, so wie es im fertigen Spiel im Sandbox-Modus natürlich auch möglich ist. Darüber hinaus bietet die Beta die meisten der bereits angekündigten und sogar ein paar noch nicht bekannte Tiere, aber natürlich auch verschiedenste Personalgebäude mit den dazu passenden Angestellten sowie den aus den Trailern und den Screenshots bekannten Mini-Dampfzug. Aber natürlich auch eine riesige Auswahl an Gehegetypen, Spielzeug für die Tiere, Pflanzen, Bau- und Dekorationsteilen. Ich finde ja, das klingt nach einer wirklich schönen Mischung, um sich ein Bild von Planet Zoo zu machen. Aber was sagst du? Bist du mit dem Umfang und der Vielfalt der Beta zufrieden und welchen Modus wirst du als erstes ausprobieren? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wie immer gilt, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch mehr News und Updates zu Planet Zoo und anderen Strategie- und Aufbaustrategie spielen willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Notifications, sodass du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich bin Sean, du findest mich auf Twitter unter @SeanMcBeard. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye.